Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder! Wenn wir ins Menü gehen, können wir direkt unseren Charakter ändern. Akidaki zu Luigi heute. Außerdem können wir emoten, habe ich gemerkt. Ah, wenn man gedrückt hält, kann man andere machen. Machen aber keine besonderen Räusche. Einfach nur ein paar Standard-Emotes. Trotzdem ganz nett. Haha, und dann merken wir auch schon direkt, dass sich Luigi irgendwie anders anhört. Außerdem werden wir heute einige neue Level spielen, also seid auf jeden Fall dabei, wenn wir das machen. Direkt fangen wir auch an mit diesem Level. Ein Galopteros hält gar nichts auf. Ja, wir fangen mal direkt mit einem einfachen Level an. Das ist ja nur ein Stern. Am Rücken mancher großen Gegner kannst du sogar stehen. Okay. Ich bin gespannt. Ja, Luigi sieht relativ auch so aus wie Mario in dieser Form. Aber ist auch normal. Oh yeah! Bam, 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 bam. Oh, er stoppt nicht. Oh, er stoppt nicht. Oder muss ich ihn öfter abschießen? Ah ja, öfter abschießen. Irgendwann stirbt er schon. Was bist du denn einer? So ein Fake-Cooper. Aber ich kann seine Shell mitnehmen. Ach, keine Sorge, Kumpel. Ich rette euch alle. Das Königreich ist sicher, wenn Mario und die Gang da sind. Yeah. Oh, der wackelt ein bisschen. Dann stampfen wir doch mal drauf. Oh, da kommt doch direkt der Nächste. Auf den können wir nicht drauf stampfen. Zumindest macht das nichts. Dankeschön. Fantastisch. Nein, das heißt wundervoll. Boah. Ah, na, verdammt. Egal, wir können ja noch ein Elefant werden. Wowie, zowie. Oh Gott. Luigi, like that. Ist immer was? Nee. Ich will ja mal nachschauen, ob da irgendwas ist. Der Baum ist wackelig, habe ich gemerkt. Oh, was hat ihr denn für welche? Hier sind Wolken. Oh, die kann man auch einfach wegschleudern. Schade, ich muss mal warten. Oder ich ignoriere einfach. Einfach durchwaschen und das mitnehmen. Yeah. Boom. Hey. Oh, wir haben aber was verpasst jetzt. Aber wir können ja einen Gleitjump machen, mehr oder weniger. Der hilft uns hier auf jeden Fall durchzukommen. Boah. Aha, habe ich aber was verpasst? Ja, nur Münzen, nichts Wichtiges. Du rammst mal bitte. Bam, bam, bam. Drei Hits mit dem Elefanten. Also der Elefant ist auf jeden Fall stärker als Feuerblume. Ist aber auch klar. Oha, oh, was haben wir da oben? Ah, ach, verdammt. Der hat mich jetzt erwischt. Das war jetzt ein bisschen unlucky, leider. Ah, der wackelt nicht, ne? Nee, der wackelt nicht. Der nicht. Aber seht ihr, was da oben ist? Seht ihr, was da oben ist? Was sind die denn für welche? Stimmt was nicht. Ja, hab ich auch gemerkt. Oh. Verdammt, wie komme ich jetzt so hoch? Ah, mit dir bestimmt. Bleib mal auf ihm drauf. Und dann kriegen wir die Wunderblume. Was zum... Wow. Ah, weg hier. Oder warte mal. Wir können da draufstehen. Yeah, wir reiten das Ding einfach. Wuhu. Autsch. Jetzt sind wir leider winzig klein. Also ehrlich, ich finde die kleinen Charakter sehen so komisch aus. Warte mal, ich muss zurück. Ich hab die Sackgurke entdeckt. Mal bitte auch für mich. Wir haben noch genug Zeit für die Wunderblume. Nein? Es bricht einfach ab, wenn man zu weit weg ist. Oh, das ist aber jetzt blöd. Okay. Na gut. Puh. Ja, den konnten wir jetzt leider nicht mehr retten. Okay, dann müssen wir es selber gleich nochmal machen, aber natürlich schneide ich das dann alles super zusammen. Oh, das ist ja cool hier. Ein großer Berg zum Erklimmen. Was erwartet uns dahinter? Ja, echt so. Hö, was? Secret Exit? Also, rote Flagge ist ja immer Secret Exit. Also war das eigentlich ganz gut? Das ist eine lange Stange. Tatsache. We did it! Okay, interessant. Oh. Ja, toll. Genau das zeigen, wo ich getroffen wurde. Danke, Spiel. Hab's verstanden. Wie winzig Luigi einfach ist. So ein ganz kleiner Wicht. Ein ganz kleiner Wicht, der nochmal in das Level rein muss. Denn wir haben auch noch das erste verpasst. Ah, nee, das erste kann man wahrscheinlich wegen der Wunderblume noch. Okay, dann einfach jetzt schnell durchrushen. Nebenbei noch die Power-Ups mit. Nebenbei nicht ein Power-Up? Ich war der Meinung, hier gab es ein Power-Up irgendwo. Vielleicht irre ich mich aber auch. Aber ihr seht, wie man richtig schnell durchrushen kann, ne? Aber wird auch langsamer durch die Mütze. Man wird tatsächlich auch langsamer. Wow! Wo war das denn? Das war nicht hier, sondern... Hö! Ich war doch auf dem drauf! Ach, egal. Was soll's.
Spiel sagt was anderes. Was? Ich bin jetzt erst auf gestorben? Ich wollte das euch zeigen. Ja, das war der Vorführeffekt. Ne? Ich wollte euch einfach zeigen, wie cool das aussieht. Ah, man kann Wandsprünge machen und dann... Ach, komm, sei leise. Versuchen wir es erneut! Wow, dann habe ich nur klein. Aber das ist schon fein, denn das kriegen wir auch so hin. Ah, keine Sorge. Kriegen wir das hin? Whee. Die Musik ist aber ein bisschen anders jetzt geworden, ne? Die Musik hat sich ein wenig verändert jetzt. Ah, okay, haben wir erreicht. Ah, verdammt. Nein! Was zum... Ich habe einen Fehler gemacht. Oder kann man da gar nicht lang... Das werden wir jetzt feststellen gleich. Das ist... Oh yeah! Wie glücklich er guckt. Nee, jetzt ist immer noch... Muss man da ganz schnell also an dem anderen Ziel dran? Boah, das kann sein, ne? Aber jetzt kriege ich ja bestimmt keine neue. Nee. Okay, das finde ich immer kurz heraus. Eigentlich happy. Thank you. Oh, er will reden noch mit mir. Ah, das ist also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Nö. Okay, ich bin jetzt mal einfach hinter der Wunderblume lang gegangen, weil ich glaube, dass man das bei der ganz normalen Flagpole, die direkt als erstes kommt, die wir noch nicht eingesammelt haben, die direkt kaputt gemacht wird. Ich glaube, dass wir dort vielleicht unseren dritten Seed bekommen. Also hier. Ich werde natürlich aber mal versuchen, ganz weit oben zu landen. Na, kann man einen Triple Jump machen? Warte. Oder vielleicht mit ihm. Vielleicht kann man es mit ihm machen. Oh, ja. Ich habe es gesehen. Mit ihm muss man es machen. Okay, warte. Folg mir mal, Kumpel. Ich weiß nicht, ob man überall Top of the Flagpole braucht. Aber in 3D World war es auf jeden Fall so. Da versuche ich es nochmal. So. Oh yeah. Ja doch, wir haben es jetzt zurückverwandelt und den Typen gerettet. Also yes, da kriegen wir unser nächstes. Wir machen direkt weiter. Bye bye. Luigi hat keine verstopfte Nase mehr, habe ich das Gefühl. Oh Mann. Oh Mann. So, was haben wir denn hier? Rolf? Roffel? Okay, na gut. Halt B gedrückt. Um hoch in die Luft zu springen. Yay. Man springt ja nämlich mit B und nicht mit A. A ist für Items jetzt. Was bist du denn für einer? Wowie Zowie! So sehe ich das genauso wie du. Oh, da sollten wir aufpassen. Bumi, man kann einfach die ganze Zeit gedrückt halten. Das funktioniert hier gerade auch. Oh, und ich kann ihn rollen. Ich kann ihn rollen, den guten alten... Ach, dankeschön. Vielen lieben Dank. Ey, da kann ich aber auch wegstoßen. Da muss ich auch drauf aufpassen. Wow. Und man hat aber keinen Wirbeljump mehr, wenn man das... Oh, man hat keinen Wirbeljump mehr, wenn man die, die Kapuze hat, diese Mütze. Okay, ich muss... Ah, verdammt, ich muss ja wahrscheinlich alle in die Richtung hier kriegen, oder? Oder? Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, ob es hier irgendwelche Röhren gibt zum Hineinsteigen. Ja, mal aufpassen. Wow! Ich weiß, ich glaube, Luigi hat es am meisten erwischt, finde ich. Oder was meint ihr? Oh, aufpassen! Nein! Ich sagte doch, aufpassen! Verdammt! Egal, passt schon. Wowie, Zowie! Wir können nämlich endlich wieder Items tragen! Was tatsächlich in den letzten paar Marios, glaube ich, nicht ging, oder? Was? 3, 2? Hä? Hallo? 3, 2, 1? Was dann? Oh, da kriegen wir Belohnungen. Wir haben hier Galumbas. Auch interessant, dass wir die hier haben. Dass wir die hier sehen. Boing. Nach oben damit. Pass mal weg. Ah. Ah, Starcoin sogar. Warte, Starcoins können sich... Ah, ich hab was verpasst. Starcoins können sich auch in Blöcken verstecken. Okay, warte, ich geh noch mal ein bisschen zurück, weil ich habe leider eine Starcoin übersehen. Oh. Sag bloß. Wie die Luigi guckt. Aua. Nee. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch eine Röhre oder sonst was sein. Wo kann ich es denn verpasst haben? Ich überlege gerade, wo ich es verpasst haben könnte. Ah, wahrscheinlich, weil ich...
Ah, der ist wieder da, der ist wieder gespawnt, der ist wieder gespawnt. Okay, jetzt schon was. Bam. Jetzt, oder? Ja! Ich hab's nur schon gedacht. Ja, hallo, was geht ab hier? Das war falsch. Aber wir können es auch so aktivieren. Okay, Pisuch hat einen neuen Sound. Interessant. Ah. Na gut. Mal was Neues. Nicht so duckend runterfall. Ja gut, warum nicht, ne? Warum nicht? Habe ich auf jeden Fall nichts gegen. Wie findet ihr eigentlich den Elefanten... Die Elefantenfrucht, die Elefantenpilz, was auch immer. Wie findet ihr den? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es mal... Er ist interessant. Sag mal so, er ist interessant. Ich hätte den auf jeden Fall nicht erwartet. Hätte ich mir gern gewünscht? Nein. Brauche ich den? Nein. Ist er trotzdem cool? Ja. Ist trotzdem cool. Why not? Denke ich mir da nur. Ach ja, so ein wunderschöner Tag, so ein wundervoller Tag, besser gesagt. Ach, ist das wundervoll! Münzen, ey! Mein Gott, Kumpel. Lass doch mal die Spielchen sein. Jaho! Das war ein langes Level, ne? Das war jetzt mal ein langes Level. Hatte ich die Wunderfrucht gar nicht gefunden? Oder gibt's hier keine? Gibt's auch Level ohne oder habe ich sie verpasst? Boah, es geht schon so los, ne? Es geht schon so los. Bye, bye. Dann. Ja, dann suche ich dir halt nochmal, ne? Yippie! Ja! Oh! Da ist also doch was! Ah, da können wir direkt was Neues freischalten. Machen wir dann gleich. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Und zwar. Müssen wir uns beeilen hier. Müssen schnell hinterher. Genau, jetzt sind nämlich alle mitgekommen. Ja, und jetzt spawnt das. Aus irgendeinem Grund. Wenn alle da sind, spawnt das. Frag mich nicht. So funktioniert es auf jeden Fall. Und da ist es! Da ist es! I did it! Das war irgendwie mega einfach. Wow, das war ein bisschen zu einfach. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Ja, jetzt bin ich beleidigt, Mann. Was soll denn das Spiel? Mach's doch nicht zu einfach. Das war nicht wunderbar. Das war... Genau, das war so ein richtiger Moment. Naja, gut. Ich würde sagen, dann wird es mal Zeit für einen neuen Abzeichen. Bye, bye. Süß. Oh, aua. Das gibt Rückenschmerzen. Haha, da freu dich sogar drüber. Verschnaufspause. Wundermarkenmusik. Here we go. Sammel 100 Münzen und ein One-Up. Yay! Whee! Hä? Die Musik! Einfach die einzige gleichsmache World. Ah, aber schnell alles einsammeln. Oh, das Ganze wird. Wir haben's! Ding! Yay! Das nenne ich Musik! Same, Kumpel, same. Wow, das war nett. Die Verschnaufspausen sind eine nette Idee auf jeden Fall. Die gefallen mir. Es wird bestimmt wieder Leute geben, die sagen, oh, ist das wie Mario Odyssey, man kriegt so viele Sterne, so viel, was auch immer man immer sammeln muss, das ist doch langweilig. Aber mir gefällt die Abwechslung, ich finde das cool. Reicht zusammen. Hallo, schön dich zu treffen. Ich bin Professor Antenne. Aus so einem Grund kann ich nicht sprechen. Aber sprech mich gerne jederzeit an, wenn du etwas über das Online-Spiel lernen möchtest. Kommen wir gleich zum Thema. Hier eine entspannende Lektion. Teile dein Abenteuer mit Spielern auf der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten auf der ganzen Welt teilen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, die sich Spieler in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Klingt doch einen tollen Grund, online zu gehen, oder? Setz das Gelernte in die Tat um. Ja, also man kann jetzt online spielen. Das sind einfach so Geister, die halt rumlaufen. Und wir haben jetzt genug Münzen. Ja, ich mach das mal irgendwann mal. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ich finde jetzt, das ist noch ein bisschen zu viel Hilfe. Könnt ihr die Belohnungsmünze holen? Mit dem Abzeichen kriegen wir mehr Münzen. Außerdem den Zufallsanstecker. Aufsteller. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Wir kriegen... geduckten Luigi. Ja, wir kriegen die normale Pose von jedem Charakter einfach so. Was die Dinger machen... Kann ich ja jetzt schon mal direkt sagen. Was die Dinger machen ist... Dass wenn man die aufstellt, hat man seinen eigenen Checkpoint. Achso, weil wir ein anderes Anzeichen haben. Das kann ich auch gleich im Level machen. Ist okay. Ich komme auf die Map. Wo will ich lang? Ich kann nach oben lang gehen. Das ist ein eigenes Gebiet. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich will nach oben. Das haben wir schon frei gemacht. Beim letzten Mal. Boing.
Oh, das Level! Rasende Rollschuh-Koopas! Ja, Mann! Mit den pinken Rollschuh-Skater-Koopas. Das ist cool. Aber kann nur eins machen. Dann machen wir mal eine Belohnungsmünze. Wir kriegen mal für jeden Gegner nochmal extra Münzen. Jetzt also spinnen wieder. Da sind sie. Oh, sind die cool. Die haben so Style, finde ich. Oha, wow. Pass mal bitte auf, was ihr da macht. Denn das kann noch wehtun für eure Mitmenschen. Also passt bitte auf und tut mir nicht weh. Ich kann fliegen. Also statt Ranken gibt es jetzt das hier. Hast du noch vier? Von wie was? Achso, killen. Okay, das war's. Okay. Aber was kann ich denn da unten machen? Warte mal. Wir wissen, was man hier unten machen kann. Ah, okay. Wenn man nicht hoch schafft, dann kann man die auch einfach so runterschleudern. Okay. Was ist denn hier? Oh, das ist ja cool. Man kann das ziehen. Ah, mit einem Secret. Einer weiteren Feuerblume. Die nehmen wir natürlich mit. Finde ich schön, dass es die Feuerblume wieder gibt. Ach ja. Ich frage mich aber, was noch zurückkommen wird. Sowas wie Propeller und Pinguin haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht kommen die auch gar nicht mehr. Oh, ich wollte gerade sagen, da komme ich nicht hoch. Doch, hier gibt es einen unsichtbaren Block. Ich habe dich geweckt. Ich weiß nicht, wie du hochgekommen bist. Sorry, ich wollte ja nur die Münzen... Sorry, tut mir leid. Ich wollte nur die Münzen haben. Denn von denen gibt es einige. Oha! Hey, Kumpel, nicht einfach wegrennen. Mensch, haben die Angst vor mir, glaube ich. Oh, es geht nicht ab. Ah, wie diese Boing-Boing-Pilze. Die kennen wir schon. Braucht mal einen von euch? Ah, war klar. Hey, wie böse der überguckt. Ihr müsst mal wirklich auf die Expressions achten von nicht nur den Charakteren, die wir spielen, sondern vor allem auch auf die Gegner. Die sind immer sehr, sehr interessant und lustig. Sorry, falls ich sie manchmal verpasse, aber ich sag's jetzt mal, damit ihr sie nicht verpasst. Weil die haben manchmal so Expressions, die denken sich so, oh verdammt, ich werde jetzt angegriffen. Ja, das ist zum Beispiel hier. Da hab ich's gerade gesehen. Hilfe, ich werde angegriffen. Oh, ist das cool, Mann. Ist das echt nice. Das ist ja wirklich wie bei Super Mario Bros. 3, dass sie endlich mal wieder Innovation haben. Für ihre Sachen. Oh, das ist es wieder. Wundervoll. Jetzt müssen wir wieder Sachen sammeln. Aber ich muss es beeilen wahrscheinlich. Er hat's, oder? Nee. Ne, hier oben ist es. Kann man ein Timelimit dafür? Ich habe bisher noch keins entdeckt. Klimper, Klimper? Wo? So viel Zaster. Was? Greif zu, greif zu. Okay, ich mach. Okay, die geben mir ein bisschen Hinweise. Eins fehlt noch. Wo ist das letzte? Ah, der veräppelt mich. Da ist nichts mehr. Okay. Hier könnte das letzte sein. Ja, da ist es. Schnell. Es wird dunkel. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe es noch. Ich muss schnell nach oben. Man sieht die Wege nur sehr schlecht. Aber es wird gewollt so. Die reden mir zu viel. Nee, das kommt ein bisschen Dario. Was zum Teufel? Ah. Bong. Gut, dass da Boden war, sonst wäre ich jetzt in nichts gefallen. Das wäre nicht so schön. Oh, nice. Die Musik ist cool. Alright! Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach Spaß. Ich habe einfach Spaß meines Lebens, Mann. Es gibt... Ja, warte. Da. Yay! Ich bin gerade so glücklich. T-Pose. Oh Gott, das... Also, ganz ehrlich. Wer das Spiel sich nicht kauft... Da kauft sich nur nicht, weil er keine Jump'n'Runs mag. Also es gibt, wenn ihr Jump'n'Runs mögt, gibt es keine Ausrede, es sich nicht zu holen. Steuerung anpassen? Passe die Steuerung an, indem du Plus drückst und Optionen aufrufst. Ah, cool, auf der Switch, krass. Kannst du Steuerung für Attacken wie Schampattacke oder Rennen anpassen, wenn du möchtest. Genauso wie die Bewegungssteuerung. Was, Bewegungssteuerung? Aufruf des Abzeichenbildschirms an einem Fehlschlag und mehr. Hm, interessant. Verschnaufpause, flieg, Rolf. Rolf, Roffel, ich nehme tatsächlich mal lieber das hier. Ich brauche nicht wirklich Münzen. Ah, schaut mal. Florians, ja, Blume wechselt die Farbe immer. Das ist cool. Ja, ne, Prinz Flori. Ne, Flori, die Blume. Ja,
schau mal hier. Boing und boing. Ah, verdammt, falsch. Aber das ist cool. Sowas haben wir auch im Mario Maker mal gebaut. Deshalb. Ich finde es voll cool, dass man es hier sieht. Boing. Kannst mich freilassen? Danke, Kumpel. Sehr ehrenhaft von dir, mein Freund. Toll gemacht. Dankeschön. We did it! Yeah! Ach ja. Yippie! Yaha! Alright! Und wir kriegen hier einen Abzeichentest! Fallschirmmütze 1. Also müssen wir unsere Skills beweisen. Und man muss dieses Abzeichen benutzen, ja. Steht jetzt in kleiner Form. Okay. Okay, los geht's. Warum bist du rot? Aber danke! Ich kann es! Ja, ich schaffe es! Ich werde schweben! Majestätisch in der Luft! Wuhu! Wow! Okay, ein bisschen aufpassen muss ich aber. Waha! Ich mach weiter so! Ich muss da hochkommen. Schaffe ich das noch? Ja, ich schaffe das noch! Ja! Wuhu! Okay, ich komme! Bin auf dem Weg! Ja, komm ich denn zu dir hoch? Ja, von hier wahrscheinlich, oder? Ja, danke schön! Bin einfach Skiller-Killer, so, weißt du? Oh, da muss man aufpassen. Immer schon abwarten. Ja! Den haben wir natürlich auch wunderbar gemeistert. Was ein wunderbarer Parcours! Ach, ich lasse es, sorry. Zu viele Wunderwitze. Yeah! Yeah! Thank you. Was ist eigentlich euer Lieblingscharakter in Mario Bros. Wonder? Oh, yeah. Yeah! Ich weiß es noch nicht, ich muss das mal alle ausprobieren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, ja, Yoshi hätte ich halt gesagt, aber zu dem kommen wir noch. Der hat ja als eigene Steuerung. Ja, außer Yoshi würde ich wahrscheinlich sagen, wie Toadette oder so? Ich weiß es nicht. Okay. Dann sind wir erstmal fertig hier und können ihn hier bezahlen. Oh, ich sehe ja schon Wiggler. Flori, dein Vater, der Wiggler. Wiggler rennen, über Stock und über Stein. Sehen wir jetzt ein paar Tolpis oder was? Habe noch auf Y gedrückt, um zu rennen. Ein Sprung beim Rennen bringt dich weiter als gewöhnlich. Ja, da kommt jetzt nichts Neues. Wiggler rennen. Halt am Laufen auf Y gedrückt, um zu rennen. Da reicht das Ziel vor dem Rennen, Wiggler. Also Cooper the Quick, aber mit einem Rollerskate, Wiggler. Wie cool. Okay. Go! Ja, sie feuern mich alle an. Hoffe ich. Boah. Okay. Gibt's bestimmt auch noch Sachen einzusammeln. Oh. Ah, egal. Münzen in der Ecke muss ich jetzt lassen. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Ah, verdammt. Ah, Speed verloren. Nein. Das ist so schnell. Wir müssen einfach schneller sein. Mach du da kaputt? Ah, was? Hä? Was zum... Was soll jetzt denn? Hab ich was falsch gemacht? Oh ne, er hat einen, irgendeinen anderen Weg gefunden scheinbar. Okay, okay, na gut. Aber du kannst an der Decke festhalten. Oha! Und da oben wäre nochmal Speed gewesen, habe ich jetzt aber leider verpasst. Was soll's, da unten wäre nochmal Speed gewesen. Egal, wir sind schnell genug, wir kriegen das auch ohne hin. Oder? 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 Ja! Eine Minute! Ja, Bestzeit weiß ich nicht, aber okay. Hey, ich hab's geschafft! Yeah! I do it! Oho! Das war ein cooles Level. Ich mag einfach Level, wo man mal so ein bisschen Abwechslung hat. Wo man mal was anderes haben. Nicht immer nur, ja, jetzt muss ich alles erkunden, 100% sammeln, sondern einfach mal, ne, einfach chillen, einfach ein cooles Level haben. Das mag ich. Großartig, wir haben ein Wiggler-Rennen gewonnen, eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisches Superpilz-Abzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Oha, danke, Wiggler. Möchtest du es gleich verwenden? Ja, warum nicht? Gucken wir es aus. Ah, muss mal gleich lesen, was das macht. Okay, ich schätze, jetzt geht's hier weiter. Oh, da ist Bowser Jr. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt.
Das ist ein Riesenstern, okay. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden. Oh mein Gott, wie schändlich. Hm? Karte? Oben und unten Sackgasse. Okay, gehen wir nach oben. Oh, 4 Sterne. Galopteros-Stampede. Machen wir mal. Stampede. Okay, Abzeichen heißt, du beginnst den Level mit einem Superpilz-Tor. Oh, das ist nice. Wir werden einfach groß startet. Egal, ob wir klein sind oder nicht. Ja. So viel dazu. Ach nee, ich krieg das im Inventar, den Superpilz. Das macht das Abzeichen. Ja, okay. Nicht so gut, tatsächlich. Ist in Ordnung, schätze ich. Oh, das kennen wir aus dem Trailer. Das kennen wir schon aus dem Trailer. Wow! Wowie, zowie! Sag ich da nur. Okay. P-Switch! Ich muss mir die neue Musik gewinnen. Nein! Ich bin tot. Ich mag aber, dass die Musik immer noch die gleiche ist wie früher. Nee, ist aus, aus welchem Spiel war die denn? Für die World? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ihr wisst es bestimmt. Ich hab's gerade vergessen. Komm, ich will das einfach auf jeden Fall noch schaffen heute in Folge. Wir machen heute. Dann machen wir generell mal ein paar längere Parts, oder? Kann nicht schaden, würde ich sagen. So, jetzt schaffe ich es auf jeden Fall. Das einzusammeln. Mit dem Power-Up! Ach, es wird gespeichert, damit ich mich killen lassen. Soll ich trotzdem einsammeln? Ist das nicht ein bisschen OP? Na gut, was soll's? Nein! Nein! Ah! Damn it! Hey, hört mal diesen Pause-Sound. Dulladum. Das ist ja cool. Naja, wie auch immer. Nein! Was? Was zum Teufel? Okay, hab's. Okay. Nicht springen, ja springen. Weiter, 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 weiter. Nein! Wie soll man das so schnell machen? Warte, gab's einen Checkpoint? Nee, oder? Es gab nicht mal einen Checkpoint, ne? Boah. Gott, man muss hier richtig schnell sein. Ah, schon wieder nicht. Okay. Boah. Das ist echt nicht einfach. So. Ich versuche auch immer alles neu einzusammeln, tatsächlich. Bam. Danke. Aber ich bin noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ist klar, ne? Alter, und da war das Ziel. Hab schon. Wo war das nochmal? Hier. Okay, hab's. Und. Ah! Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wow. Wow. Wir haben's. Das ist die erste Welt hier, ne? Deshalb bin ich sehr. Oh Gott. Deshalb bin ich sehr froh, dass das Spiel hier schon ein bisschen schwieriger wird. Das freut mich. Das wird nicht einfach. Ja? Wie, was meinst du? Oh, nett. Ich hoffe, da war nichts auf der anderen Seite, sonst werden wir es jetzt wahrscheinlich direkt erfahren. Du bist doch nervig. Oh, da, oh, komm rechts zurück. Was ist nett von dir? Doch nicht nervig. Danke. Oh, bitte, habe ich da nichts verpasst, wo man nach rechts kann? Oh, da könnte ein Secret Exit sein oder so. Oh Gott. Da braucht man einen Elefant für. Okay, wir haben alles. Secret Exits hole ich nach. Die habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich weiß aber, dass es die gibt und ich weiß auch, wie man die erkennt. Und zwar im Kartenmenü kannst du ja die Level alle aussuchen und dann sieht man da ein Häkchen. Und da geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich meine, ja, da ist kein Häkchen. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Ansonsten haben wir aber nur hier einen Secret Text verpasst im zweiten Level. Hier jetzt gerade. Und sonst nirgends. Ja, okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter hier auf dieser wundervollen Welt. Ich muss wirklich die wundervollen Witze sein lassen, glaube ich. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin dabei. Ich bin am Start. Ihr seid auch am Start. Ich weiß es einfach. Ein Like da gelassen und ein Abo da gelassen. Bis dann.